Die Immobilie als Kapitalanlage ist gerade in Zeiten der Inflation eines der absolut unerlässlichsten Investments. Warum? Wir haben hier den Unterschied zwischen Geldwert und Sachwert. Ein Wert, der tatsächlich physisch vorhanden ist, sprich die Immobilie, und ein Wert, der letztendlich in Form von Geld nur eine Art Energiespeicher ist, wenn man so möchte. Sprich, sie bekommen Geld für ihre eingesetzte Energie in der Arbeit, was sie wiederum ausgeben können, um dafür Sachwerte zu erhalten. Diese Sachwerte steigen im Moment im Wert. Das sehen Sie bei den Lebensmitteln, das sehen Sie bei Benzin, das sehen Sie aber auch in den Mietpreisen. Und Sie werden immer wieder feststellen, dass die Leute, die diese Sachwerte besitzen, die sind ja in der inflationären Phase deutlich besser monetär überstehen als diejenigen, die diese Sachwerte nur konsumieren. Ein Immobilieninvestment in den aktuellen Zeiten ist sicherlich nicht ganz einfach, denn wir haben steigende Zinsen, gar keine Frage. Da habe ich für Sie als Kapitalanleger aber eine gute Nachricht. Zinsen bei einer Kapitalanlage, die zur Vermietung dient, können Sie steuerlich geltend machen. Das bedeutet also auch, Sie haben in diesem Fall tatsächlich nicht nur den Immobilienvorteil, sondern Sie haben auch bei Immobilien seit Jahren mal wieder einen gesteigerten steuerlichen Vorteil, der natürlich zusätzlich der Inflation entgegenwirkt. Und das ist ein Punkt, bei dem Sie sich doch ganz dringend Gedanken darüber machen sollten, ob Ihr hart verdientes Geld nicht im Moment in Sachwerten besser aufgehoben ist als auf dem Konto oder in Fonds oder in Aktien.